In Verantwortung, der ganz persönliche Talk aus Berlin. Schönen guten Tag, mein Name ist Uwe Heimowski und ich begrüße Sie hier im Büro der Evangelischen Allianz in Deutschland. Wir laden uns hier Menschen ein, die in der Politik tätig sind. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Bundestagspräsidenten in Ruhe, Wolfgang Thierse. Herr Thierse, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Heimowski. Spannend ist ja eigentlich, wenn man sagt in Ruhe. Sie sind ja jemand, Sie sind 77 Jahre alt, aber immer noch sehr debattenfreudig. In den vergangenen Monaten hat man häufig auch gehört, dass Sie sich sehr deutlich eingemischt haben. Ja, ich bin im Ruhestand, aber doch nicht eingeschlafen. Und da mich viele Dinge nach wie vor interessieren, aufregen auch, denke ich, wenn die Leute sich dafür interessieren, was ich zu sagen habe, dann sage ich auch was. Allzu oft melde ich mich nicht unangemeldet. Aber ich habe mitgekommen, es gab ja diese ganze Debatte jetzt um diese Frage Identitätspolitik, Cancel Culture, und da wurde auch manches über Sie geschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, war Ihr eigentliches Anliegen, dass Sie sagen, kümmert euch bitte nicht nur um euch selber, sondern um das Gemeinwohl, kümmert euch um die Gesellschaft. Ja, ist das richtig? Ja, meine Beobachtung war, und das war das auch Motiv, mich zu äußern, ist, dass die Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft immer aggressiver werden. Dass Demokratie mit Streit verbunden ist, das ist doch ganz in Ordnung. Wir sind nicht derselben Meinung. Aber wie dieser Streit ausgetragen wird, das ist doch wichtig für die Demokratie. Wir leben in einer vielfältigen, pluralistischen Gesellschaft, wo jeder das Recht hat, die eigenen Ansichten, die eigenen Interessen zu vertreten. Aber wir müssen doch genauso viel Anstrengung unternehmen wie für das Vertreten der eigenen Interessen, für das, was Gemeinsinn ist, das Gemeinsame. Also, ja zum Streit, ja zum Einsatz für die gleichen Rechte aller, der Verschiedenen, aber eben auch Leidenschaft dafür, was das Gemeinsame, das Verbindende, das Verbindliche ist. Das war mein Appell und die einen haben das sehr gut verstanden und die anderen haben es absichtsvoll oder nicht absichtsvoll missverstanden. Jedenfalls, ich habe noch nie in meinen nun inzwischen über 30 Jahren öffentlichen Lebens eine solch heftige Reaktion bekommen auf einen Artikel, der in der FAZ erschienen ist. Auf der einen Seite ein Shitstorm, wie man heute so sagt, Beschimpfungsorgie übers Netz und auf der anderen Seite eine geradezu überwältigende Zustimmung, weit über 1000 Mails und Briefe und Telefonate, die sich bei mir bedankt haben. Und was mich irritiert, sie bedanken sich bei mir für Mut, dass ich den Mut habe, etwas auszusprechen, was viele irritiert, ängstigt, besorgt. Und das finde ich nun, dass Menschen meinen, man müsse in unserer Gesellschaft inzwischen Mut aufbringen, um seine auch ein bisschen kritische Ansicht zu vertreten. Ich habe mich nicht mutig gefühlt, als ich diesen Text geschrieben habe. Sie haben noch zu DDR-Zeiten, Sie kommen ja aus Thüringen, haben in Weimar gelernt und dann waren Sie hier in Berlin tätig. Sie haben sich angelegt sozusagen, das erste Mal so richtig, dass man es mitbekommen hat, auch mit der Staatsregierung der DDR, als es um die Ausbürgerung von Wolf Biermann ging. Sie haben sich dagegen entschieden, einen Appell zu unterschreiben. Wenn Sie das vergleichen, damals, das hat doch richtig Mut gekostet, oder? Ja, das ist nicht vergleichbar. Wir leben nicht in einer Diktatur. Manche Leute behaupten es. Ja, das finde ich ganz ärgerlich. Heute muss man damit rechnen, dass einem widersprochen wird, dass man kritisiert wird. Ja, das ist doch normal. Man muss nicht damit rechnen, dass man persönliche Nachteile empfindet oder dass man sogar seine Arbeitsstelle verliert. Ich bin ja damals rausgeflogen, meine Arbeitsstelle verloren, weil ich nicht bereit war, die Ausbürgerung von Biermann zu unterstützen und zu Künstlern zu gehen und dann Berichte über sie zu schreiben. Ich wollte sie waren Spitzen beruflich reden. Im Bereich Ästhetik für Künstler Kultur, zuständig, ja. Kultur zuständig. Und, also insofern ist das nicht wirklich vergleichbar. Aber dass doch so viele Leute meinen, man dürfe und könne seine Meinung nicht mehr so richtig sagen, das irritiert mich schon sehr. Was denken Sie? Wo kommt das her? Was? Ja, das hat damit zu tun, dass das Meinungsklima aggressiver und schärfer geworden ist. Man wird heftiger kritisiert. Und so, dass bei vielen Leuten der Eindruck entsteht, also wenn ich das sage, kriege ich öffentliche Ohrfeigen, dann sage ich lieber nichts. Und da sage ich, nein, das ist das Mindeste, dass man in einer Demokratie für das einsteht, was man meint. Und so viel Mut in Anführungsstrichen soll man haben, aber da geht es nicht um Existenzgefährdendes.
In diese Debatten haben Sie sich häufig eingemischt. Sie sind auch innerhalb Ihrer Partei, Sie sind ja, waren ja auch Vorsitzender der SPD, sondern in der SPD gewesen. Sind Sie ja immer jemand gewesen, auch der mutig über Werte gesprochen hat. Sie waren Vorsitzender der Grundwertekommission in der SPD. Sie sind heute noch Sprecher des Arbeitskreises von Christinnen und Christen in der SPD. Warum war Ihnen das immer so wichtig, in diese Debatten auch die grundsätzlichen Wertefragen zu stellen? Ach, das hat mit meinem Interesse zu tun. Ich habe nie so die richtige Begeisterung für jedes politische Detail aufbringen können. Mich haben immer die grundsätzlichen, die langfristigen Fragen von Politik interessiert. Was sind unsere Ziele? Was hat das, was wir heute tun in der Politik, mit diesen langfristigen Zielen zu tun? Das ist eine Prägung, die ich vielleicht mitbekommen habe. Ich bin nun mal ein Christ und ein Christ, denke ich, hat die Pflicht, das auch darüber immer nachzudenken, ob das, was er tut, was er entscheidet, auch mit dem zu tun hat, was er glaubt und welches Menschenbild er hat. Und wenn man schon diese Art von Fragerichtung hat, dann beschäftigt einen das auch in der Tagespolitik. Und insofern war ich dann in der wunderbaren Situation, ich war stellvertretender Parteivorsitzender der SPD, Vorsitzender der Grundwertekommission, in denen wo immer Langfristfragen diskutiert wurden, und Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie, und habe immer auch in den Gesprächskreisen und jetzt im Arbeitskreis Christen in der SPD mitgewirkt. Also es war immer der Versuch, nicht nur Tagespolitik zu betreiben, sondern über den Tag hinaus zu denken, zu reflektieren und zu debattieren. Gibt es da eine speziell christliche Position, wo Sie sagen würden, das können Christen noch mal besonders in die Debatte einbringen, was andere nicht einbringen können? Also nicht um es zu werten, sondern um es zu identifizieren. Nein, zunächst mal, man muss auf eine solche Frage zunächst mal vorsichtig antworten, damit es nicht aussieht, als wären Christen sofort bessere Politiker. Das müssen sie überhaupt nicht sein. Sondern ich habe immer gedacht, sie müssten noch einmal anders fragen als andere Politiker. Weil sie ja vielleicht ein Bewusstsein davon haben, was das Geschenk des Lebens ist. Dass Selbstbestimmung, individuelle Autonomie ein hoher Wert ist, aber nicht alles ist. Dass sie vielleicht gelernt haben in ihrem Leben, dass nicht alles der eigenen Selbstbestimmung geschuldet ist. Geboren zu werden ist kein Akt der Selbstbestimmung. Geliebt zu werden und lieben zu können ist kein Akt der Selbstbestimmung. Gesund zu bleiben oder krank zu werden ist kein Akt der Selbstbestimmung. Und auch zu sterben ist eigentlich nicht. Aber wir sind ja mitten in den Debatten der Gegenwart. Wenn ich an das Verfassungsgerichtsurteil denke, das ich sehr kritisiere, weil da Selbstmord, Suizid als Inbegriff der Selbstbestimmung dargestellt wird. Nein, also dass Christen sozusagen wissen, über ihr eigenes Geschäft, über das, was sie tun, hinaus gibt es noch einen weiteren Horizont. Ich bin nicht als Politiker allzuständig und allmächtig. Das ist etwas, was ich für ganz wichtig halte, weil das, Sie wissen, vielleicht eine der Gefährdungen der Politik oder der Politiker ist Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung. Und ein Bewusstsein davon zu haben, ich bin nicht für alles zuständig. Ich kann nicht alles leisten. So wie mein Leben mir geschenkt worden ist, so ist vielleicht auch vieles von dem, was ich tun will und tun kann, nicht allein meine Leistung, sondern es wird mir geschenkt von anderen und von dem, an den ich glaube, von Gott. Danke. Das ist eine tolle, große, tiefe, weite Perspektive. Haben Sie das Gefühl, dass diese Perspektive ein bisschen den Menschen aus den Augen verliert oder dass sich das immer wieder auch Stimmen gibt, die sagen, das betonen wir und das ist uns auch wichtig? Ich bin da nicht der Einzige. Und man kann dieselbe Grundüberzeugung auch anders formulieren. Ich bin gar nicht sicher, ob man unbedingt Christ sein muss, um ein Bewusstsein davon zu haben, dass man als Mensch nicht allzuständig und allmächtig ist. Unser Grundgesetz beginnt ja bewusst auch mit dem In Verantwortung vor Gott, um zu relativieren. Ja, und sozusagen, das ist noch für alle. Ne? Das ist noch ein Horizont über unsere menschliche Allzuständigkeit hinaus gibt. Ein Bewusstsein davon zu haben, ist ja die Ermöglichung,
sozusagen nicht zynisch zu werden, sondern am Schluss sozusagen einen Moment von Demut in die politischen Schlachten einzubringen. Dass man mit Leidenschaft für etwas eintritt, mit Leidenschaft für Mehrheiten kämpft, auch mit anderen Ansichten und Vorschlägen sich auseinandersetzt. Und das ist alles Politik. Das gehört dazu. Das soll man nicht kritisieren und verteufeln, weil man dann immer unterstellt, es gäbe die eine politische Wahrheit. Die gibt es nicht. Die Politik, das gehört mit zu den Grundüberzeugungen, die man vielleicht als Christ oder als intelligenter, weiser Mensch hat. Politik ist die Sphäre des Relativen. In ihr geht es nicht um das Heil der Menschen, sondern um ihr Wohl. Möglichst um das Wohl aller Menschen. Aber wenn Politik sich anmaßt, gewissermaßen für das Heil der Menschen zuzunehmen, dann wird sie totalitär. Das ist sozusagen meine Erfahrung aus kommunistischen Teil der Welt, in dem ich aufgewachsen bin. Das war eine durchideologisierte Politik. Da sollten Menschen am Schluss durch eine bessere Gesellschaft, ein besseres System zu ihrem Glück gezwungen werden. Und da sagt, nein, nein, das ist mal eine Grunderfahrung. Freiheit setzt voraus ein Bewusstsein davon, dass man nicht alles tun kann und den Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen kann. Wenn ich das gerne nochmal aufnehmen darf, wir sind ja hier im Büro der Evangelischen Allianz, wir sind direkt am Brandenburger Tor, wir gucken aus dem Fenster, sehen das Holocaust Memorial und an der Stelle, wo wir jetzt sind, war bis 1989, 90 eben der Todesstreifen. Hier waren Ost und West getrennt. Sie waren aktiv in der DDR, Sie haben sich eingesetzt. Wenn Sie die Zeit von damals nehmen, was war da in der Luft? Wo kam das her, dass Menschen sagten, wir wollen für unsere Freiheit kämpfen? Und ich schließe eine Frage an. Was ist der Unterschied zu dem, wenn Leute heute mit ganz anderen Motiven wieder brüllen, wir sind das Volk? Ja, wissen Sie, die Geschichte der DDR, 40 Jahre ist sie ja alt geworden, ist auch eine Geschichte der enttäuschten Hoffnungen und der Niederlagen. Ich bin alt genug, um mich an diese Schlüsselereignisse der DDR-Geschichte zu erinnern. 17. Juni 1953, niedergeschlagen unter Führung der Roten Armee, der sowjetischen Armee. Ich war damals 10 Jahre alt. 1956, die Aufstände in Ungarn und in Polen. Ich war damals 12 Jahre alt und niedergeschlagen durch die sowjetischen Truppen. Und 1961, Bau der Mauer. Wir wurden eingesperrt im Schutze der Roten Armee. Ich war damals 17 Jahre alt. 1968, der Aufbruch in Prag, eine andere Art von Sozialismus, eine menschlichere Form des Sozialismus. Ich war 24 Jahre alt, da wurde niedergeschlagen unter Führung der Roten Armee. Und so weiter und so fort. Ich erzähle das auf, um zu erklären, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, und ich war immer ein politischer Mensch, das hing mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater zusammen, dann braucht man viel Kraft, um trotzdem Hoffnung zu haben. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass am Schluss, zum Ende der DDR, eine ganze Menge Christen beigetragen, die nicht alleine die Friedensrevolution gemacht haben, wahrlich nicht, das wäre eine Anmaßung. Aber doch ganz viele, die nochmal sozusagen Hoffnung hatten, die die Hoffnung auch politisch verstanden haben, die sich nicht zurückgezogen haben in die Resignation oder in das private, fromme Überleben, sondern die Freiheit wollten, die Religion nicht nur ihre persönliche Privatsache sein lassen wollten, sondern die daraus in einem weiten und vernünftigen Sinne des Wortes politische Konsequenzen gezogen haben. Und damit sozusagen in aller Enttäuschbarkeit und mit all den Enttäuschungserfahrungen gesagt haben, wir müssen doch einmal. Und jüngere Leute, die diese Erfahrung nicht gemacht hatten, vorher erst recht auf die Straße gegangen sind. Also ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass es so viele Christen dabei waren in der friedlichen Revolution, die eben ihre Religion nicht bloß private, persönliche Angelegenheit sein lassen wollten, sondern daraus politische Konsequenzen zogen. Und die plötzlich auch nochmal, und da muss man über äußere Bedingungen reden, die nochmal plötzlich Hoffnung verbanden mit Gorbatschow. Denn das war auch die Erfahrung, auch die politische. Wenn in Moskau, in der Sowjetunion nichts sich ändert, dann kann sich bei uns nichts ändern. Siehe die Ereignisse, die ich aufgezählt habe. Und plötzlich gibt es den Reformer Gorbatschow. Und da gab es plötzlich das Gefühl, vielleicht ist jetzt was möglich. Und sogar, wenn jetzt nicht, wann dann?
Das war ein Gefühl, das ganz viele Leute hatten und ich auch. Und ich dann sagte, wenn ich jetzt nicht auch auf die Straße gehe und mitmische und so weiter, dann werde ich mir mein ganzes Leben lang vor mir selber schämen und vor meinen Kindern, die vielleicht auch abhauen. Das war, glaube ich, eine ganz breite Stimmung, die sozusagen Ängste überwunden hat. Und Sie wissen, die Angst ist die halbe Macht einer Diktatur. Wenn die Ängste überwunden werden, dann passiert was. Es gibt ein wunderbares Buch von einem der Akteure aus Leipzig mit dem fantastischen Titel »Die Angst hat die Seite gewechselt«. Von den ängstlichen DDR-Bürgern zu den Mächtigen, die plötzlich Angst hatten, vor denen da unten. Kürzer kann man es nicht sagen. Die Angst hat die Seite gewechselt. Wenn man das nimmt, diese Hoffnung, dieser Aufbruch, den Sie auch also aus der Kirche kamen, es war ja also jetzt auch philosophisch-theologisch, merkt man, Ernst Bloch, ne, Prinzip Hoffnung, Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung. Also es war auch ein geistlich-philosophischer Diskurs, der auch ausgetragen wurde. Wenn wir das aber nehmen, diese Zeit damals, die einerseits bedrängend war, enttäuscht war, dann aber hoffnungsvoll, und wir heute erleben, dass Leute auf die Straßen gehen aus einer Enttäuschung, aber in einer Demokratie. Was ist Ihr Eindruck? Was passiert da gerade? Was ist da los? Das ist nicht so leicht zu beschreiben. Man darf nicht alle für gleich halten. Da gibt es Verschwörungsmythologen darunter, Esoteriker, Rechtsextremisten auch, Demokratiefeinde. Aber es gibt eben ganz viele Leute darunter, die durchaus unzufrieden sind mit einzelnen Regierungsmaßnahmen. Das kritisieren kann man immer und soll man auch in der Demokratie. Das ist ja auch zum Glück in der Demokratie erlaubt. Die aber auch sozusagen etwas tiefergehendes, vielleicht auf eine diffuse Weise spüren, eine Unsicherheit, eine Angst. Die Corona-Pandemie erzeugt eine Erfahrung, die man verdrängt hat in den vergangenen Jahren, nämlich die Erfahrung unserer Verletzlichkeit. Das ist ja auch ein Kontrollverlust. Dieses Erlebnis, dass man so etwas nicht beherrschen kann, wo wir doch eigentlich die Herren des Ganzen sind als Menschen. Also das ist sozusagen eine tiefe Verunsicherung. Und das erzeugt, glaube ich, noch mal heftiger Ungeduld. Die kriegen das ja gar nicht zustande, die Regierung. Das dauert ja alles endlos. Und das kann doch gar nicht stimmen. Also solche Situationen der Erfahrung von Verletzlichkeit, von Verlust von Selbstverständlichkeiten, von Kontrolle, von Beherrschung des Schicksals, das erzeugt sozusagen erzeugt Wut, es erzeugt den Wunsch nach den einfachen, klaren, schnellen Antworten. Und unsichere Zeiten sind immer Zeiten der Populisten. Die sind schuld. Das ist, glauben wir nicht, etc. In dieser Situation sind wir. Und solche Situationen, wie man sagt immer, der Ambivalenz, wo noch nicht offen ist. Und wir erleben plötzlich deutlicher, was Politik eigentlich immer ist. Politik heißt, Entscheidungen treffen müssen unter Ungewissheitsbedingungen. Wir wissen nicht in der politischen Entscheidung, ob diese Maßnahme genau die Wirkung hat, die wir uns erhoffen und erwünschen. Das weiß man nicht. Aber diesmal wird es sich, das ist immer so in der Politik. Politik heißt entscheiden in einer offenen Situation. Aber jetzt wird es noch direkter erfahren. Und das erzeugt Unsicherheit, Abwehr, Ärger, Wut, Enttäuschung. Also diese ganze Menge von Gefühlen, die dann auf die Straße getragen werden. Und dann kommen die Populisten und Demagogen, die sogenannten Querdenker und wie sie alle heißen und sagen, der ist schuld. Oder der ist schuld und so weiter. Es ist eine durchaus gefährliche Situation für die Demokratie. Allerdings muss man dann auch sagen, es sind nach all dem, was wir beobachten, 10%, 15%, 20%. Es ist nicht die Mehrheit. Eine große Mehrheit, das hat mich immer erstaunt und erfreut, eine große Mehrheit der Deutschen hat immer der Regierungspolitik zugestimmt. Alle Umfragen waren darin eindeutig. Es schwankte mal. Und jetzt, wo es länger dauerte, hat es ein bisschen die Zustimmung abgenommen. Aber erstaunlicherweise gab es immer eine Menge Leute, die sagen, ja, ihr müsst härter zugreifen. Die Maßnahmen müssen entschiedener sein. Während auf der anderen Seite die Ungeduld größer war, die sagt, wir wollen wieder unser lockeres, altes, normales, freies Leben haben. Der Wunsch ist verständlich. Aber dass die Politik ihn so schnell befriedigt, ist wohl nicht möglich. Da warnen uns zu Recht die Wissenschaftler davor. Mhm. Sie zeigen damit die Grenzen der Politik auf, was auch gut ist, die Unzufriedenheit der Leute. Ist das eine Zeit, in der Kirchen vielleicht noch deutlicher sagen müssten,
etwas zum Thema Hoffnung, zum Thema Mut, zum Thema Freiheit? Es ist in solchen Zeiten umso schwieriger. Denn die Kirchen sollten nicht den Eindruck erwecken, ihre Prediger, dass sie so leichtfertig Optimismus predigen und die Leute erleben, mein Nachbar ist krank, meine Oma ist im Altenheim und da geht's schlecht, ich kann sie nicht besuchen und so weiter. Also sie sollten diesen Eindruck nicht erwecken, aber sie sollten das doch zur Sprache bringen, was das heißt, Unsicherheit, Ambivalenz, die Offenheit einer Situation, wo es nicht sonderlich sinnvoll ist, sozusagen, ich hätte beinahe gesagt, sich als Klugscheißer zu begeben, sondern zu sagen, es ist eine Geduldsprobe, es ist eine Bewährungsprobe, die darin besteht, dass wir gerade in dieser Situation begreifen und das auch aussprechen, wie solidaritätsbedürftig wir Menschen sind, wie nähebedürftig, dass wir nicht nur als Individuen die Meister unseres Lebensschicksals sind, sondern dass wir immer die anderen brauchen. Also solche Erfahrungen öffentlich wirklich aussprechen und sagen, es sind zutiefst Erfahrungen, die wir als Menschen miteinander haben, die uns miteinander verbinden und die wir als Christen auch ausdrücklich teilen. Also dass die Kirchen, die Christen sozusagen sich in besonderer Weise als solidarisch erweisen. Und das heißt gelegentlich auch, und das hätte ich mir fast schon eher gewünscht, auch zu widersprechen, wenn manche Maßnahmen auf falsche Weise hart sind. Also das Erschrecken und das Kommando Social Distancing habe ich verstanden am Anfang. Aber irgendwann konnte man doch begreifen, das könnt ihr mit den Alten und Kranken nicht so machen. Da müsst ihr erlauben, dass es individuelle Lösungen gibt, dass man genauer hinguckt. So sinnvoll der Grundsatz war, wir müssen Distanz wahren, um Ansteckungsmöglichkeiten zu verhindern. Aber guckt doch hin, was mit den Alten und Kranken ist. Die leiden doch, die gehen daran zugrunde. Jüngere, wir halten das aus. Gesunde halten das aus. Aber Alte und Kranke doch nicht. Da haben sich dann nach einer Weile zum Glück auch Kirchen zu Wort gemeldet. Wir haben es auch als Evangelische Allianz gemacht. Ich habe Beispiele von Pfarrern, die gesagt haben, wir besuchen die Leute, wir gehen dort auf die Station, wir bleiben dann dort in Quarantäne, weil uns die alten Menschen so wichtig sind. Evangelische, katholische, freikirchliche. Da gab es zum Glück auch tolle Beispiele. Aber diese Not ist natürlich da. Eine letzte Frage. Leider ist die Zeit schon wieder rum. Das geht immer so schnell. Sie sind schon 77. Wir haben gerade vor der Pandemie, und ich glaube, das kommt auch wieder erlebt, dass viele junge Leute ganz neu gesagt haben, wir wollen uns engagieren. Wir denken an Fridays for Future, wir denken an einige Bewegungen, die da waren. Was würden Sie den jungen Leuten sagen, was sollten die jetzt wirklich machen, um die Gesellschaft zu gestalten? Das klingt immer so großväterlich. Nein, ich sage nur, wer etwas ändern will, muss sich engagieren und er muss die vorhandenen Organisationsformen des Engagements nutzen. Die Verachtung von Parteien ist falsch. Unsere Demokratie lebt davon, dass Menschen sich in Parteien organisieren. Und das heißt ja immer pars pro toto. Parteien sind immer Teil. Und sie leben davon, dass Leute sich langfristiger, stabiler engagieren und nicht nur mal nach Geschmack, jetzt bin ich mal dafür, mal dafür, mal dafür, Fridays for Future oder irgendeine andere Organisationsform, sondern sich verlässlich engagieren, weil Politik auch Verlässlichkeit braucht. Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Thierse, ich bedanke mich herzlich, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön.